schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Sophie und ich habe beim letzten Mal von der Firma Wingo die Lichtraketten getestet. Das war für draußen einmal so ein Eisregen und diese Eiszapfen. Das Video könnt ihr euch gerne hier nochmal anschauen. Und da denen das Video auch selber sehr gut gefallen hat, haben die mir jetzt mal was Leuchtendes für den Innenbereich zugesandt. Und da freue ich mich besonders drüber, weil ihr seht, es geht jetzt Richtung Abend, es wird jetzt schnell dunkel und jetzt sind die Lichtverhältnisse schon anders als sonst. Obwohl ich habe so Neonröhren überall, ich habe die schon alle an. Trotzdem ist das Licht schon nicht mehr so gut. Gerade eben ist das Paket angekommen. Ich würde sagen, wir schauen da einfach mal rein. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, kannst du dies hier gerne tun. Und damit du kein Video verpasst, mach einfach die Glocke an. Ihr seht schon, das Paket ist relativ groß, hat 2,94 Kilo und kam mit DHL. Die Firma Wingo ist ein Verkäufer auf Amazon. Das ist ganz schön spannend. Ah, wow. Ja, also wenn die kein Licht macht, dann weiß ich auch nicht. Das ist eine LED-Wohnraumleuchte und das Licht ist dimmbar. Das heißt, ich kann die, wenn ich drehe, schön hell machen. Hier ist die Fernbedienung dazu. Das schauen wir uns dann an, wenn die Lampe hängt. Die ist gut verpackt. Hier ist natürlich die Bedienungsanleitung dabei. Für die Installation der Lampe empfehle ich euch die Seite von dem Verkäufer. Da ist ein Video drauf von einem YouTuber. Der hat das super erklärt. Bei mir wird die mein Mann installieren, sodass wir das auch dann morgen erst drehen können. Im Moment habe ich so einen Vierer-Spot an der Decke. Ich drehe sie mal um. Hier sind die ganz normalen Anschlüsse. Also es sieht gut verarbeitet aus, was ich so als Frau dazu sagen kann. Und LED hat ja den Vorteil, gerade diese Spots, die gehen ja eigentlich nicht kaputt. Ich hole mal einen Zollstock. 45, exakt 45 cm Außenmaß. 45 mal 45, exakt. Ich bin schon ganz gespannt, wie das dann morgen aussieht. So sieht das dann von dieser Seite aus. Hier sind die Schrauben zur Montage. Jetzt habe ich mir das mal angeguckt. Ich denke, hier kommt das Kabel von unten durch. So rum wird es unter die Decke geschraubt. Da kommt das Kabel durch, geht dann hier rein. So viel Verständnis habe ich als Frau dann auch noch davon. Das heißt, die kommt also doch so rum drauf, wie ich das schon gerade hatte. Und deswegen werde ich jetzt auch, hier wird das dann einfach wieder verschlossen. Zack, 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 die Bügel rum und fertig. Hier sind die vier Bohrlöcher. Jetzt möchte ich aber gerne einmal die Höhe auch messen. Bis hier sind es 9 cm. Hier ist nochmal so ein Schaumrand, damit das besser anliegt. Das sind zusammen dann 12 cm bis zu dieser Oberkante. Ich mache das jetzt mal zu. Ist wie bei so einem Bilderrahmen. Zack. So sieht sie aus. Und morgen zeige ich euch dann, wie sie leuchtet. Das wollte ich euch auch noch mal kurz von nahem zeigen. So, mein Mann, da ist er, ja, hat mir gerade die vier Bohrlöcher angezeichnet. Was heißt mir? Sicher und installiert dann gleich die Lampe. Das Anzeichnen ging ganz einfach, da man das ja nur drunter halten brauchte und eben die vier Löcher angezeichnet hat. Dann haben wir die gebohrt und jetzt wird sie gerade angeschraubt. Genau. Die Kabel ließen sich einfach reinstecken. Ja. Also man muss da nichts noch drehen und so. Man kann die einfach reinstecken. Das war richtig einfach. Aber schaut euch bitte das Video an, was ich euch gesagt habe auf der Herstellerseite bezüglich Strom. Upsala. Das ist top. Da braucht man einfach nur einen Moment. Ich zoome mal ran. Den Hebel rum und fertig. Hängt schon. Aha. So, das ist jetzt erstmal die erste Einstellung. Doch mal heller. Die Fernbedienung ist, hoffe ich, selbsterklärend. Nochmal.
Oh, wow. Das ist mal yeah. Geiles Licht. Ja, mach mal. Wow. Ja, also er hat jetzt im Moment die letzte Einstellung. Jetzt mache ich dunkel. Ach, oh, das ist warmweiß. Das warmweiß, das ist kaltweiß. Das ist schön. Das ist das Nachtlicht. Wow, das ist richtig, die ist richtig cool, die Lampe. Und die Fernbedienung hat direkt funktioniert, ohne dass ich die jetzt verbinden musste. Das finde ich natürlich super. Jetzt mache ich leise. Also das ist jetzt die niedrigste Stufe, wie das Nachtlicht quasi. Das kann man etappenweise, ihr hört das Klicken, kann man immer so Step by Step. Und das war jetzt das Kalte, ne? Ich mache mal das warme Licht. Ja, schön, das sieht super aus, als wenn die Sonne scheint. Ich guck mal links und rechts, was dann passiert. Oh, ach, dann kann ich von Richtung warm-weiß auf kalt-weiß wechseln. Das ist jetzt kalt-weiß und jetzt gehe ich Step by Step, also Stück für Stück wieder zurück. Wahnsinn! Toll! Jetzt mache ich das Warme ganz hell. Jetzt schalte ich spontan auf, jetzt wird es richtig hell. Ich mache jetzt kalt-weiß. Angenehm. Das ist wie Tageslicht, als wenn wir jetzt Tageslicht hätten. Ich stelle jetzt mal so ein, wie ich die jetzt einfach so haben will. Wenn ich jetzt wieder reinkomme, machen wir einmal aus und wieder an. Ja, die bleibt in der letzten Einstellung. Also das finde ich top. Wie gesagt, ich brauchte die Fernbedienung noch nicht mal einrichten. Das kann man aber tun mit 3 Sekunden halten und dann. Aber das brauchte ich jetzt ja gar nicht. Ich jetzt manchmal heller, sonst seht ihr mich ja gar nicht. Sonst seht ihr auch die Fernbedienung nicht. Die hat unten auch noch mal so 3 Tasten, wenn ihr jetzt mehrere von den Lampen habt, 3 Lampen drauf speichern und könnt die dann alle auch mit einer Fernbedienung bedienen. Also das finde ich top. Ihr seht, es ist taghell und ich mache mal die Lampe ganz aus. Kann man hier irgendwo ausmachen? Ja. Ja, ausschalten kann ich sie auch. So ist es jetzt hier eigentlich. Und dann mache ich sie wieder an. Ja, also mein Fazit, die Lampe ist top. Ist nicht die letzte, die wir holen. Genau, da holen wir uns bestimmt noch eine von. Bis bald, eure Sophie.